Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 29, Beratung des Berichts der Bundesregierung über die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat zu Beginn der Bundesminister für Wirtschaft, Klimaschutz, Dr. Robert Habeck. Frau Präsidentin, guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Die nationale Wasserstoffstrategie vor den Sommerferien vom Kabinett verabschiedet und jetzt hier zur Beratung dem Bundestag vorgelegt. Sie schreibt fort, was erst 2020 von der Vorgängerregierung aufs Gleis gesetzt wurde, nämlich die Entwicklung eines Marktes, den es nur in Ansätzen im Moment in Deutschland gibt und alleine drei Jahre später geht es jetzt darum, diese Marktentwicklung mit höherem Ambitionsniveau, mit größerer Geschwindigkeit voranzubringen. Wenn man sich anschaut, was im Moment passiert im Bereich von Wasserstoff, so muss man sagen, dass der Zug den Bahnhof verlassen hat. Überall sind Investitionen unterwegs, überall sind Planungen im Entstehen bzw. umsetzungsfertig und die Bundesregierung versucht und wird diese Planung unterstützen. Die nationale Wasserstoffstrategie steigert das Ambitionsniveau der Produktion in Deutschland bis 2030 um 100% von 5 Gigawatt auf 10 Gigawatt. Dafür ist es notwendig, die Produktionsorte zu definieren. Die Ausschreibung für die Elektrolyse, sie sollen noch im Jahr 2023 starten. Dann muss der Wasserstoff transportiert werden. Das Wasserstoffkernnetz befindet sich mit den Netzbetreibern in den letzten Abstimmungsphasen und wird innerhalb von, ich würde fast sagen, Tagen, es werden vielleicht noch wenige Wochen sein, auch dann öffentlich vorgestellt werden. Die gesetzlichen Grundlagen dafür sind schon geschaffen. Der regulatorische Rahmen ist nicht trivial. Man kann sich das ja leicht vorstellen. Es muss ein Netz gebaut werden für einen Energieträger, der noch nicht da ist. Trotzdem müssen die Investitionen getätigt werden. Es braucht also eine Sicherheit dafür. Und umgekehrt natürlich soll das Ganze ein wirtschaftliches Projekt sein. Aber auch diese Gespräche sind im Grunde fertig und müssen nur noch formalisiert werden. Dann haben wir das Wasserstoffnetz und die Produktion und dann brauchen wir die Abnahme. Diese Abnahme wiederum bedeutet Bautätigkeiten und Investitionen in deutsche Infrastruktur, in Unternehmen. Der Hochlauf beginnt mit großer Fahrt. Die ersten IPCEI-Projekte, ich sehe, dass einige klatschen wollen, ich bringe das aber kurz konzentriert durch und ich glaube, es ist ja tatsächlich in diesem Fall Grund für sachliche Auseinandersetzung. Also vielen Dank für die Handbewegungen dazu. Also, was ich sagen will, ist, die im IPCEI-Rahmen anvisierten Projekte werden mit Förderbescheiden jetzt aufs Gleis gebracht. Die großen Leitprojekte sind natürlich die großen Abnehmer. Das ist vor allem der Stahlmarkt. Also, da es öffentlich bekannt ist, darf ich das sagen. Salzgitter und ThyssenKrupp haben ihre Förderbescheide bekommen. ArcelorMittal und Saarstahl werden sie sicherlich bekommen. Auch da laufen die Gespräche mit der Kommission. Das sind aber nur die ganz großen Projekte. Andere mittelgroße, mittelständische und kleinere sind ebenfalls dabei, die Förderbescheide zu bekommen. Darüber hinaus bereiten wir die Klimaschutzverträge vor. Also um es zu systematisieren, diese IPCEI-Projekte, alte Fördersäule, die Klimaschutzverträge sollen dann im Rahmen von Contract for Differences auch die OPEX-Kosten mit abdecken. Wir haben ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt, sehr erfolgreich. Wir wissen, welche Unternehmen bis tief in den deutschen Mittelstand hinein Interesse daran haben. Wir bereiten jetzt die Ausschreibung vor. Die Ausschreibung soll in diesem Jahr starten und in 2024 werden dann diese Verträge abgeschlossen werden. Wir werden, wenn wir kalkulieren, wie hoch der Wasserstoffbedarf in Deutschland ist, im Industrie- und im Stromsektor, ungefähr ein Drittel dessen, was wir verbrauchen, in Deutschland produzieren können.
Das heißt umgekehrt, wir brauchen auch Importe. Das ist nicht verwerflich. Ein Drittel ist weit mehr, als wir als Energie im Moment selber in Deutschland erzeugen können. Also die Energiesouveränität, die Unabhängigkeit steigt durch diese Strategie gegenüber den Importen, die wir jetzt durch Gas oder Öl oder Kohle von anderen Ländern bekommen. Aber trotzdem brauchen wir Importe. Also werden wir auch in diesem Jahr noch eine Importstrategie vorlegen. Die Strategie erklärt noch einmal, was längst unterwegs ist. Das nationale Programm von der Vorgängerregierung, klug aufgesetzt, Age to Global, ist so etwas wie die Benchmark des globalen Wasserstoffeinkaufs geworden. Wir haben eine Stiftung gegründet. Die Stiftung kauft auf dem globalen Markt für den günstigsten Preis Wasserstoff ein und auktioniert ihn auf dem deutschen Markt für das höchste Gebot. Also ein marktwirtschaftliches Instrument, das aber gerade den kleineren und mittelständischen Unternehmen hilft, sich auf diesem entstehenden Markt sicher bewegen zu können. Es wird übernommen von der Europäischen Union, die jetzt ein ähnliches Instrument auflegt, die sogenannte Hydrogen Bank. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir die Kräfte über H2Global bündeln, sodass also diese Benchmark, die geschaffen wurde, tatsächlich in der Skalierung größer wird. Ich glaube, das ist eine reine Win-Win-Situation. Europa profitiert von der Vorreiterrolle, die Deutschland da eingenommen hat. Deutschland profitiert, wenn der Markt größer wird. Wir werden durch den Skaleneffekt natürlich ein noch bedeutenderer Marktplayer werden. Nimmt man das alles zusammen, sieht man, dass über die Wasserstoffstrategie die Verteilung, die Produktion und die Abnahme ein großer industriepolitischer, wirtschaftspolitischer Impuls ausgelöst wird. Die Elektrolyseure zu bauen und zu exportieren, ist für den deutschen Maschinenbau ein Riesengeschäftsfeld. Kraftwerke zu bauen, die nicht nur Gas verbrennen, sondern auch wasserstoff-ready sind oder reine Wasserstoffkraftwerke sind, ist Benchmark für die Kraftwerkstrategien auch anderer Länder für die Zukunft. Stahl zu produzieren, der durch Wasserstoff grün wird, Chemie zu produzieren, die Wasserstoff, grünen Wasserstoff nimmt und damit sich dekarbonisiert, all das wird die Wertschöpfung in diesem Land vom Maschinenbau bis zur Produktion enorm steigern. Die Wasserstoffstrategie, sie startet als Beitrag zum Klimaschutz in den Bereichen, der nicht elektrisch durchdrungen werden kann, und sie wird enden als großes Wirtschaftsimpulsprogramm für diese Republik und für Europa. Vielen Dank. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zur Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie. Das ist die erste Debatte an diesem Freitag hier im Deutschen Bundestag. Kleine Information, 2020 hat die damalige Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel und unter Federführung von CDU-Wirtschaftsminister diese erste nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet, klug aufgesetzt. So hat es Robert Habeck eben formuliert. Andreas Jung für die Unionsfraktion. Die Regierung hat es klug aufgesetzt, dem ist nicht zu widersprechen. Das ist aber fortzuschreiben. Deshalb sprechen wir heute über die Fortschreibung. Es reicht aber nicht die Fortschreibung. Es muss konkret, konsequent und schnell vorangebracht werden. Uns ist da zu viel Ankündigung, übrigens auch zu einem schon späten Zeitpunkt, und zu wenig Konkretes. Ich will Ihnen sagen, in welchen Punkten. Natürlich ist das Ziel grüner Wasserstoff. Aber jetzt geht es darum, dass wir schnell vorankommen, dass wir alle Potenziale nutzen. Und dazu brauchen wir alle Farben des Regenbogens. Da brauchen wir eine Offenheit. Und da reicht es nicht, wenn Sie verbal sagen, auch blauer Wasserstoff aus Gas produziert ist, CO2 abgeschieden, kann eine Rolle spielen. Wir wollen, dass konkret die Regelungen, konkret die Initiative, auch konkret die Förderung darum geht. Weil es jetzt darum geht, hier schnell voranzukommen, das ist der Schlüssel für ein klimaneutrales Industrieland. Und da müssen alle Potenziale genutzt werden. Wir erwarten, dass die Bundesregierung diese nationale Strategie vorantreibt, aber wir erwarten vor allem auch europäische Initiative. Und da war es peinlich, welchen Streit auf offener Bühne Bundeskanzler Olaf Scholz sich mit Emmanuel Macron geliefert hat. Es gipfelte in dem Satz von Macron an Scholz gerichtet: Es schadet Deutschland und Europa, wenn Deutschland sich isoliert. So etwas darf es nie wieder geben. Da braucht man doch deutsch-französische Initiative. Da müssen die Polen im Weimarer Dreieck mit ins Boot. Wir brauchen eine europäische Wasserstoffstrategie, wo man die Potenziale zusammenlegt, wo man die Frage beantwortet, wie können wir erstmal aus Skandinavien, aus Spanien und Portugal die Potenziale nutzen, die Strategien gemeinsam zusammenführen und dann eine gemeinsame Importstrategie auflegen. Das geht zu langsam, ist es zu wenig gegeneinander, ist es zu viel gegeneinander, zu wenig miteinander. Das
muss schneller und besser werden. Und es muss konkret werden. Sie haben angesprochen, Herr Minister, die wasserstofffähigen Gaskraftwerke. Wann kommen denn die Ausschreibungen? Die haben Sie längst angekündigt, aber es liegt immer noch nichts vor. Aber da wird es konkret und da schließt sich ein Zeitfenster. Das hat zu tun mit Versorgungssicherheit, es hat zu tun mit Klimaschutz. Legen Sie endlich die Ausschreibung vor. Da ist höchste Eisenbahn, es schließt sich das Zeitfenster. Da sind Sie, da ist die Regierung gefordert und es geht zu langsam. Und wir brauchen Pragmatismus statt Überregulierung, auch hier im konkreten Beispiel. Die Wärmenetze müssen klimaneutral umgebaut werden und ein Weg zum klimaneutralen Umbau der Wärmenetze ist auch der Umbau zu Wasserstoff. Das akzeptieren Sie theoretisch auch und legen dann in Ihren Gesetzen einen furchtbar bürokratischen Weg vor. Wenn vor Ort ein Umbau stattfinden soll zu Wasserstoff, dann muss es an die Bundesnetzagentur geschickt werden und die ohne die Sachkenntnis vor Ort schaut sich das an, was in irgendeiner Gemeinde in Deutschland gemacht wird, schickt es zurück. Das ist zu viel Regulierung. Dadurch erstickt man Initiative, dadurch hemmt man Initiative, muss aber energisch vorankommen. Das ist unser Weg, darauf drängen wir. Wasserstoffstrategie muss konsequent vorangebracht werden. Herzlichen Dank. Andreas Jung war das, der klimapolitische Sprecher der Unionsfraktion in der Debatte zur Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie. Und dazu jetzt Andreas Rimkus aus der SPD-Fraktion. Guten Morgen, meine sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, an einem so schönen politischen Thema sozusagen in den Tag starten zu dürfen, nämlich mit der Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie. Die Koalition hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, ohne die Bremser, die wir bis dato gehabt haben, die Transformation unserer Gesellschaft mutig voranzubringen. Mit dem ambitionierten Update der Wasserstoffstrategie gehen wir einen weiteren Schritt in diese Richtung. Wir bereiten damit die Grundlage für effektive Sektorkopplung, schaffen einen gewaltigen neuen Anreiz für den Ausbau der erneuerbaren Energien und machen unser Energiesystem auch infrastrukturell fit für die klimaneutrale Zukunft. Für mich als Sozialdemokrat und Wasserstoffbeauftragter meiner Fraktion kommt hier im Prinzip alles Gute zusammen. Mit dem Auf- und Ausbau von Wasserstoffwirtschaft und erneuerbaren Energien vereinigen wir Nachhaltigkeit mit Wertschöpfungspotenzial, was für uns als Industrienation so, so wichtig ist. Zugleich schaffen wir neue Perspektiven für gute Arbeit und Teilhabe an der Energiewende. Auf einige konkrete Punkte möchte ich kurz eingehen. Erstens. Wir verdoppeln das 2030-Ausbauziel für nationale Elektrolyse von 5 auf mindestens 10 GW. Ich persönlich hätte mir sogar noch etwas mehr vorstellen können. Aber die Richtung ist super, die stimmt. Und das ist sehr, sehr gut und auch ziemlich wichtig. Bis 2040 wollen wir ja mindestens 530 GW erneuerbare Energien erreichen. Gegenüber einer heutigen Spitzenlast von 80 bis 90 GW auf Übertragungsnetzebene. Wir müssen also das elektrische Lastpotenzial deutlich erhöhen, Stichwort Elektrolyse, und zugleich einen großen Teil unserer Energie in Form von Wasserstoff, Speicher und transportierbar machen. Das führt zu zweitens der H2-Infrastruktur. Sehr kurzfristig gehen wir bis 2027/2028 über die Ipsal-Kulisse bereits mehr als 1.800 Kilometer Wasserstoffnetz an den Start. Bis 2032 wollen wir das H2-Kernnetz realisieren, dessen gesetzliche Grundlage wir in der aktuellen NWG-Novelle erarbeiten. Insgesamt mehr als 10.000 Kilometer Leitungsinfrastruktur. Ebenfalls noch dieses Jahr gehen wir die zweite Stufe der H2-Infrastrukturregulierung an, unter anderem für die Anschluss- und Verbindungsleitungen für die Verteilnetzebene und die zukünftige reguläre Netzplanung. Drittens. Neben Erzeugung und Infrastruktur adressieren wir mit einer Vielzahl von Maßnahmen die Anwendungsseite und verbessern die Rahmenbedingungen massiv. Dazu gehören etwa die Klimaschutzverträge, der ambitionierte Aufbau von H2-Infrastruktur, Tankinfrastruktur oder auch Ausschreibungen auf EEG-Basis für insgesamt knapp 9 GW Wasserstoff-Sprinter und Hybridkraftwerke. Auch die Berücksichtigung von Wasserstoff im Gebäudeenergiegesetz und im Wärmeplanungsgesetz ist hier zu nennen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so geht Transformation richtig. Wir vereinen Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Solidarität miteinander, stärken den Klimaschutz,
bieten der sich transformierenden Industrie neue Perspektiven und sichern und diversifizieren unsere Energieversorgung. Was ja besonders vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nur noch wichtiger geworden ist. Deshalb danke ich sehr meinem Kanzler Olaf Scholz sowie Minister Robert Habeck und den weiteren beteiligten Regierungsmitgliedern und Ressorts für diese wichtige und zielführende Arbeit an der Wasserstoffstrategie. Ich habe schon im Frühjahr gesagt, ich bin fest davon überzeugt, 2023 muss und wird aus energiepolitischer Sicht das Jahr des Wasserstoffs. Zugleich, so meine Überzeugung, befinden wir uns am Anfang eines Jahrzehnts der Infrastruktur. Denken Sie nur an Stromnetze, Wasserstoffnetze, Wärmenetze, Schienen, Straßen, Brücken, Datenleitungen. Alles davon brauchen wir für eine erfolgreiche Energiewende. Die Fortschreibung der NWS und die aktuelle NWG-Novelle sind weitere sehr wichtige Bausteine im effektiven Wirken dieser Koalition für die Zukunft unserer Energieversorgung. Und wir haben noch einiges mehr vor. Neben den erwähnten zweiten Stufe der H2-Infrastrukturregulierung arbeitet die Koalition bereits am Wasserstoffbeschleunigungsgesetz. Die nationale Umsetzung des EU-Binnengaspaketes wird mit den Renewable Energy Directives absehbar das alles flankieren, mit auch einer Importstrategie. Herr Minister hat davon gesprochen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auf die weitere Diskussion hier im Plenum, in den Ausschüssen, bin fest davon überzeugt, dass wir mit der Fortschreibung auf genau dem richtigen Weg sind, nachhaltig, erfolgreich, solidarisch. Ich danke für die Aufmerksamkeit und habe noch 5 Sekunden. Ich freue mich, dass ich heute daran erinnern kann, vor 10 Jahren war die Bundestagswahl. Seitdem darf ich hier bei Ihnen sein und Gutes miteinander für die Menschen in Deutschland bewegen. Dankeschön. Ja, kann man auch mal dran erinnern. Rainer Andreas Rimkus aus der SPD-Fraktion und das Ganze vor einer vollbesetzten Tribüne. Und die Damen und Herren, die wir Sie da sehen, das ist das Alpblas-Seniorenorchester aus Aalen in Baden-Württemberg. Die sind hier auf Einladung des CDU-Abgeordneten Roderich Kiesewetter. Und sie werden hier später auch noch einen Auftritt haben. Nicht im Plenarsaal natürlich, sondern im Bundestag im weitesten Sinne. Am Pult ist Rainer Kraft aus der AfD-Fraktion. Aus diesen Hochöfen wird nie eine einzige Tonne global wettbewerbsfähigen Stahl kommen. Stahl sicherlich, wettbewerbsfähig niemals. Ihre Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie ist dem Land der Dichter und Denker unwürdig. Sie ersetzen darin naturwissenschaftliche und wirtschaftliche Fakten durch reines Wunschdenken. Aber zu strategischem Denken ist Ihr zerstrittenes Parteienbündnis doch schon gar nicht mehr fähig. Vielmehr wird deutlich, dass es einfach der Versuch ist, den toten Gaul namens Energiewende weiterzureiten. Aber das Pferd ist tot, steigen Sie doch endlich ab. Ihre sogenannte Strategie ist eine Verlegenheitslösung. Wasserstoff war bis 2020 in der Energiewende noch nicht einmal vorgesehen. Und irgendwann auf Ihrem Irrweg in die wirtschaftlichen Ruinen bis hin zu einem Blackout, da haben Sie völlig überrascht festgestellt, dass nachts die Sonne nicht scheint und der Wind nicht immer weht. Und dem hat sich dann die Erkenntnis angeschlossen, dass es unglaublich teuer ist, guten funktionierenden Atomstrom immer nur aus dem Ausland zu kaufen oder die Alpen- und Mittelgebirgstäler in Speicherkraftwerke umzuformen. Und hier stehen wir nun im 23. Jahr der Energiewende und sprechen über Ihre Wünsche und Träume, die so gar nicht zur Realität passen. Wasserstoff wurde bereits im 19. Jahrhundert durch Windkraft erzeugt. Durchgesetzt hat sich das niemals, aber es fand sich eben auch noch nie eine Regierung, die bereit war, Unsummen für diese Luftschlösser zu verschwenden. Sie selbst beschreiben die eigene Unfähigkeit in Ihrem Papier. 70% des Wasserstoffs müssten aus dem Ausland, insbesondere Afrika, sehr teuer importiert werden. Zitat. Bestehende und bei Bedarf neue Förderinstrumente für Importe werden geprüft und weiterentwickelt. Kurz- und mittelfristig wird eine staatliche Unterstützung zur Deckung der Kostenlücke notwendig sein. Zitat Ende. Sie wollen ernsthaft ganze Industrien und Arbeitsplätze in Afrika quersubventionieren. Der Potenzialatlas Wasserstoff ist ein Dokument des Größenwahns. Und in diesen Ländern, wo Sie das aufziehen wollen, da gibt es kaum Straßen und Schulen und Sie wollen dort Unmengen an Steuergeldern verbrennen. Gleichzeitig geben Sie damit ganz offen zu, dass in 70% der Zeit eben auch nicht genug Strom für die Erzeugung von Wasserstoffen in Deutschland vorhanden sein wird. Und das ist dann keine Strategie. Das ist ein Offenbarungseid Ihrer Mangelwirtschaft. Als wäre das nicht schon peinlich genug, treiben Sie Ihr Bekenntnis sogar noch auf die Spitze. Zitat. Im Stromsektor werden Elektrolyseure auf der Verbraucherseite insbesondere als variable systemdienliche Stabilisatoren bzw. flexible Lasten dienen. Zitat Ende.
Das mal kurz übersetzt, das bedeutet, Sie wollen eine extrem teure Fake-Industrie auf zwei Kontinenten schaffen, nur um Ihre Unfähigkeit, eine stabile Stromversorgung in Deutschland sicherzustellen, vor den Bürgern zu verschleiern. Und auch die Folgen Ihrer Politik, die benennen Sie mittlerweile vollkommen schambefreit. Zitat: Dieser Bedarf, gemeint ist der Wasserstoff, kann sich bis 2030 durch Produktionsumstellungen oder im Zuge der Transformationen reduzieren. Zitat Ende. Und um das mal mit den Worten von Herrn Habeck auszudrücken, nein, die sind nicht insolvent, die brauchen nur gar keinen Wasserstoff mehr, weil die werden eh nie wieder etwas produzieren. Und weiter geht es mit den Forderungen, Wasserstoff in Flugzeugen und Zügen einzusetzen. Dinge, die von der Realität bereits überholt sind, und deswegen erspare ich uns das hier. Fazit: Sie haben die dümmste Energiepolitik von der Vorgängerregierung geerbt. Okay. Anstatt aber die Fehler zu korrigieren und eine andere Richtung einzuschlagen, verdoppeln Sie stattdessen die Geschwindigkeit. Und laut einem fälschlich Albert Einstein zugeschriebenen Zitat ist dies die Definition von Wahnsinn. Wenn die AfD einmal in Regierungsverantwortung ist, dann werden wir einen neuen Kurs in der Energiepolitik einschlagen. Dann werden wir wieder für preiswerte und zuverlässige Energie in Deutschland sorgen, wie es das Nachhaltigkeitsziel Nummer 7 der Vereinten Nationen von Deutschland verlangt. Der Bundestag diskutiert über die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie, und in diese Debatte greift jetzt auch die zuständige Ministerin ein, Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Jung, ich habe Ihnen gerade zugehört. Schneller, mehr! Wasserstofftechnologien kennen wir zum Glück schon seit Längerem, aber es gibt noch Forschung und Innovationsbedarf. Was wir vorgefunden haben in dieser Regierung, war eben nicht eine Wasserstoffrepublik, sondern eine Republik, die abhängig war von Öl, und zwar von einem Land, das jetzt Krieg führt gegen die Ukraine. Unser Land, das braucht Energie im wahrsten Sinne des Wortes, und unser Energiehunger, der wächst ja auch. Und Fakt ist, wir in der Bundesregierung stehen zu den internationalen Klimazielen, und wir beschleunigen den Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber der Umstieg alleine auf erneuerbare Energien alleine erlangt nicht. Wir brauchen eine zusätzliche Lösung, Energieträger und Speicher in einem, wie Kohle, Gas und Öl, aber natürlich besser. Und das bietet uns der Wasserstoff. Grüner Wasserstoff, sogar CO2-neutral. Und deswegen, der Kollege Habeck hat es gesagt, Deutschland muss Wasserstoffrepublik werden, und unsere neue Strategie ist das Navigationssystem dorthin. Die Strategie, sie macht klar, was die Basis ist, das sind Forschung und Innovation, unsere drei Wasserstoffleitprojekte H2 Mare, H2 Giga und Transheid, also Produktion auch auf hoher See. Und der Transport, insgesamt 740 Millionen Euro. Sie ist eine der größten Forschungsinitiativen unseres Ministeriums für die Zukunftsenergien. Zusammen mit der Wirtschaft, wir haben es in dieser Woche auf unserer Statuskonferenz zu H2 Giga hier in Berlin erlebt. Die Forschung, sie ist der Zündschlüssel, sie braucht unsere Unterstützung. Und beim Auf die Straße bringen, da ist die Industrie der Experte, und deswegen das Prinzip bleibt: Der Staat ist nötig, aber so wenig Staat wie nötig, so viel Privatwirtschaft wie möglich. Ebenso die Technologieoffenheit, das stärkt unsere Innovationskraft. Denn wir brauchen vor allem eins: genügend Wasserstoff und Derivate wie Ammoniak und Methanol. Das heißt Offenheit beim Produzieren, direkte Förderung ist nur für den grünen Wasserstoff vorgesehen, aber Unterstützung beim Markthochlauf ist auch möglich für anderen Wasserstoff, und natürlich gilt immer, so CO2-arm wie möglich. Offenheit auch beim Anwenden, überall wo der Einsatz von Wasserstoff sinnvoll ist, dort soll er auch eingesetzt werden. Deswegen keine Verengung auf Sektoren, sondern Offenheit bis zur Wärme. Wir dürfen uns nicht selbst noch die Hürden stellen auf dem Weg, damit unser Land die Wasserstoffrepublik wird, meine Damen und Herren. Die Meilensteine, sie sind ehrgeizig. Im Englischen heißt es so schön Level of Ambition. Die haben wir verdoppelt. 10 Gigawatt Elektrolyseleistung in Deutschland bis 2030 mindestens. Dazu kommt eine eigene Importstrategie.
Auch international führen wir Gespräche. Es sind ganz konkrete Interessen mit auch unseren Wertepartnern, aber auch bei uns selbst. Und der globale Süden, er hat die Sonne und wir bringen unser Know-how dorthin. Das BMBF kooperiert mit Namibia, mit Australien oder auch Südafrika. Wir reichen die Hand auf Augenhöhe. Wenn wir es nicht tun, dann tun es andere. Und die Technologieführerschaft, sie wird in der Welt gerade neu verhandelt und unsere Wasserstoffstrategie weist den Weg, damit wir am Anfang an vorne dabei sind. Entschlossen nach vorne denken. Wir brauchen nicht das 100. Papier, was alles unmöglich ist, was nicht geht. Wir brauchen Möglichmacher, meine Damen und Herren. Und deswegen Strategie und Möglichmacher. Das ist Zukunft. Stellen Sie sich auf die Seite der Zukunft. Herzlichen Dank. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, zur Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Der nächste Redner ist Ralf Lenkert aus der Linksfraktion und da ist der Sprecher für Energie und Klimaschutz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Die gute Idee, Wasserstoff als notwendigen Speicher für die Energiewende zu nutzen, wurde in diesem Hause lange so stiefmütterlich behandelt wie all die guten Ideen der Linken. Ich erinnere Sie gern an ein paar. Der gesetzliche Mindestlohn oder die Mietpreisbremse, wenn auch schlecht umgesetzt. Und über 20 Jahre war es Ihnen gelungen, die Idee eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz zu ignorieren. Wir Linken haben einen langen Atem und irgendwann kommt es auch bei Ihnen an. 10 Jahre, nachdem ich es erstmals ansprach, diskutieren Sie endlich über eine notwendige Änderung der Netzentgelte. Und nun nach 8 Jahren reden wir ernsthaft über Wasserstoff. Während Sie über 100% Elektrisierung oder Atomkraft stritten, habe ich mich als Techniker mit einem komplett erneuerbaren Energiesystem befasst. Und jetzt konkret. Der notwendige Ausbau von Wind- und Solarstromerzeugung ist unersetzlich. Damit Photovoltaik besser genutzt werden kann, brauchen wir unbedingt Kurzzeitspeicher, um Sonnenenergie in die Nacht zu bringen. Da helfen Batterien, Pump- und Wärmespeicher. Wärme- und Kältespeicher sind ideal, um den zeitweisen Überschuss von Wind- und Solarstrom aufzunehmen, später zum Beispiel in Fernwärmenetze einzuspeisen. Damit es auch im Winter genug Strom gibt, wenn über Wochen die Sonne nicht scheint und kaum Wind weht, brauchen wir Ersatzkraftwerke, die dann aus erneuerbaren Brennstoffen den Strom erzeugen und mit ihrer Abwärme die Wohnung heizen. Dafür braucht es auch Bioenergie. Biogas im Gasnetz ist effizient und preiswerter als andere Energiespeicher. 10% des Jahresenergiebedarfs müssen künftig über Monate zwischengespeichert werden. Die Biomasse schafft knapp 5%. Die anderen 5% muss Wasserstoffelektrolyse liefern, die mittags bei Sonne und in Starkwindzeiten den Überschussstrom in Wasserstoff umwandelt. Dieser Weg gelingt, wenn gleichzeitig die Industrie und die Wirtschaft ihren Strombedarf bestmöglich an die Solar- und Windstromerzeugung ausrichtet. Da sind große Leerstellen. Und nicht nur als Thüringer sage ich, Strom muss dort erzeugt werden, wo er verbraucht wird, und Wasserstoff dort, wo es viel Strom gibt. Eine Energiestruktur so dezentral wie möglich und so zentral wie nötig verhindert den überdimensionierten Ausbau von Fernleitungen für Strom und Wasserstoff. Liebe Bürgerinnen und Bürger, Deutschland importiert 80% seines Energiebedarfs als Gas, Öl, Diesel, Benzin, Holz oder Kohle. Optimistisch gesehen schaffen wir zukünftig 50%. Die anderen 50% importieren wir als Wasserstoff. Allerdings, das funktioniert bisher nur über Pipelines. Bei größeren Entfernungen sind Wasserstoffderivate wie Ammoniak, Methan, Methanol energetisch besser und erprobt. Gewinnt man dann wieder Wasserstoff aus diesen Derivaten, verbraucht dies viel Energie und senkt die Effizienz. Wann immer möglich, sollten Derivate deshalb direkt genutzt werden. Als Techniker schlage ich vor, beispielsweise Teile der Glasindustrie in Thüringen und Franken zukünftig mit erneuerbarem Methan zu versorgen. Das spart Kosten und Energie für die Pyrolyse, die Wandlung von Methan in Wasserstoff. Es spart den teuren Neubau von Glaswänden und nutzt bestehende Leitungen weiter. Solche Betrachtungen fehlen komplett im Wasserstoffkonzept. Die müssen integriert werden. Deutschland war führend bei der PV-Industrie. Die Koalition aus Union und FDP hat den technologischen Vorsprung vernichtet. Zusammen mit der SPD wurde die Windkraft fast vor die Wand gefahren. Es braucht viel stärkere Signale als diese Wasserstoffstrategie,
damit Industrie und Wirtschaft zukünftig wieder Vertrauen in eine Förderpolitik gewinnen und damit die Arbeitsplätze, die vielleicht entstehen, die hoffentlich entstehen, nicht wieder vernichtet werden. Abschließend, Kolleginnen und Kollegen, Energie ist Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge wie Stromnetze, Gasnetze, Wasserstoffinfrastruktur und Stadtwerke gehören in gesellschaftliche Hand und nicht unter die Profitfuchtel der Börse. Vielen Dank. Der Bundestag diskutiert über die Wasserstoffstrategie für Deutschland. Der Ausbau des Wasserstoffsektors soll deutlich beschleunigt werden. Ziel ist, dass grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energien klimaschädliche Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Gas zunehmend ablöst. Dazu jetzt Felix Banaschak, industriepolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie erleben heute eine für diese Zeit eher ungewöhnlich sachorientierte Debatte mit einem kleinen Ausreißer von ganz rechts. 4 Minuten, ein Konvolut der Ahnungslosigkeit vom ersten bis zum letzten Satz. Sie hätten auch einfach sagen können, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, es hätte dem Hause nicht schlecht getan. Meine Damen und Herren, der Blick nach vorne, über uns wacht heute die Bundestagspräsidentin und die kommt wie ich aus dem schönen Duisburg. Und wenn ich als Duisburger über das Thema Wasserstoff spreche, dann spreche ich nicht nur über einen Energieträger, sondern auch über einen Hoffnungsträger. Ein Hoffnungsträger für Regionen im industriellen Wandel. Ein Hoffnungsträger in Regionen, und das betrifft dann nicht nur Duisburg, das betrifft auch die Regionen, in denen Häfen angesiedelt sind und Werften und viele mehr. Ein Hoffnungsträger, der eine Perspektive dafür bietet, dass aus der industriellen Tradition von Kohle und Stahl, von aber CO2-intensiver Produktion, am Ende eine neue Idee von Produktion von Wirtschaften im Einklang mit den planetaren Grenzen entsteht. Die erste klimaneutrale Region Europas, ich würde sie mir im Ruhrgebiet wünschen, in jedem Fall in Deutschland und in Europa. Das ist unser Ziel. Und damit, mit dieser Wasserstoffstrategie, mit dieser Fortschreitung, legt die Bundesregierung im Gesamten die Grundlage. Wasserstoff ist insbesondere in seiner stofflichen Nutzung ein großer Garant dafür, dass wir die Klimaziele erreichen. Es ist nicht allzu lange her, da war der Bundeswirtschaftsminister eben in Duisburg bei ThyssenKrupp Steel und hat einen Förderbescheid von 2 Milliarden Euro mit einer Kofinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen übergeben. Und ich habe das Aufatmen der Stahlkocher über Kilometer spüren können, weil damit auch eine Perspektive für ihre Arbeitsplätze verbunden ist. Denn überall in unserer Industrie ist klar, entweder wir bauen um oder wir bauen ab. Aber damit der Umbau gelingt, braucht es ambitioniertes Handeln. Und dazu trägt diese nationale Wasserstoffstrategie einen entscheidenden Beitrag. Und genauso ist es richtig, dass wir diese Technologie, dass wir diesen Energieträger überall dort anwenden, wo er zur Erreichung unserer Klimaziele und zum Erhalt des Wirtschaftsstandorts, des Infrastrukturstandorts beitragen. Aber meine Damen und Herren, mir ist wichtig, dass wir bei allem, was wir an schönen Ideen und an Hoffnungen haben, den Realismus nicht verlieren. Manche Hoffnung, die sich einige in Bezug auf Wasserstoff machen, wird sich nicht erfüllen. Wasserstoff ist weder der Champagner der Energiewende noch das Allheilmittel für alle Fragen, die sich unserem Standort stellen. Und ja, Technologieoffenheit ist ein wichtiges Gut. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, Technologieoffenheit so zu verstehen, funktionierende, effiziente, erprobte Technologien als Ideologie zu brandmarken, wie es einige immer wieder tun, und dafür unsere Hoffnung auf Technologien, die weder erprobt noch jemals effizient sein werden, zu stellen. Es wird kein flächendeckendes Wärmenetz mit Wasserstoff geben. Die Wärmepumpe ist und bleibt die klügere Option. Und es ist richtig, dass die Strategie in diese Richtung einen entscheidenden Beitrag auch liefert, meine Damen und Herren. Und Herr Jung, ich möchte 2 Punkte aus Ihrer Rede aufgreifen, weil Sie zum einen gesagt haben, es sei ein Fehler, jetzt nicht in der Farbenlehre, im wunderschönen Regenbogen in alles zu investieren. Wenn es private Investoren gibt, die sagen, Mensch, ich mache hier mal grauen, blauen, türkisen, was auch immer Wasserstoff in Deutschland, dann sollen die das meinetwegen tun. Aber gerade wenn wir begrenzte Haushaltsmittel haben, müssen wir doch alles investieren und alles mobilisieren, dass der Ausbau des grünen Wasserstoffs, Andreas Rimkus hat es angesprochen, mindestens 10 Gigawatt Elektrolysekapazität in Deutschland, das ist nicht nur für die Erreichung der Klimaziele wichtig, sondern auch als Wirtschaftsfaktor, weil wir sind bei den Elektrolyseuren noch Weltmarktführer und wir wollen es bleiben. Das wäre doch vollkommen absurd, da in die falsche Richtung zu gehen. Meine Damen und Herren, es ist noch einiges zu tun. Dieser Weg wird jetzt beschritten. Und um es mit den Worten von Rio Reiser zu sagen, Schritt
für Schritt ins Paradies. Vielen Dank. Das ist sehr optimistisch von Felix Banaschak. Denn wir müssen uns auch vor Augen führen, was das hier bedeutet, Wasserstoffstrategie. Bis spätestens 2028 zum Beispiel soll ein deutsches Wasserstoffnetz von mehr als 1.800 Kilometern Leitungen entstehen. Europaweit sind 4.500 Kilometer vorgesehen. Also da kommt noch einiges auf die Beteiligten zu. Nadine Schöne, stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion und am Pult. Brennglas, was alles damit verbunden ist. Ganz viele Hoffnungen und Erwartungen, aber eben auch Zweifel und Unwägbarkeiten. Man sieht Möglichkeiten und Anwendungsfelder, aber eben auch die Komplexitäten und die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Und vor allem sieht man, was die Erwartungshaltung an die Bundesregierung ist, um dieses Thema so voranzubringen, dass wir wirklich wirtschaftlich davon profitieren können. Wir haben im Saarland ganz tolle Projekte. Ganz konkret wurde es in diesem Sommer vor allem auf lokaler Ebene. In Homburg soll eine Wasserstofftankstelle und ein Wasserstoffring gebaut werden. In Perl, im Dreiländereck, Luxemburg, Frankreich wird eine Wasserstofftankstelle gebaut. Das geht alles noch zurück auf Maßnahmen der alten Bundesregierung, auf die Wasserstoffstrategie, die unter Anja Karliczek und Peter Altmaier ins Leben gerufen worden ist und die seitdem das Thema trägt und pusht. Wir haben aber auch die großen Projekte im Saarland. Und Sie wissen, das Saarland ist Industrieland. Wir sind Stahlland. Und das Thema Stahl ist in dieser Debatte jetzt schon öfter gefallen. Ob der Umbau des Stahls auf grünen Stahl funktioniert, hat nicht nur etwas im Saarland mit der saarländischen Identität zu tun und mit den wirtschaftlichen Folgen für 12.000 Beschäftigte und ihren Familien. Es hat auch etwas damit zu tun, ob wir den industriellen Kern unseres Landes, und zwar von ganz Deutschland, sichern können. Es hat auch etwas damit zu tun, ob wir die Energiewende weiter vorantreiben können, denn damit werden auch Windräder gebaut, damit wird Infrastruktur gebaut. Und es hat eben auch was mit guten Industriearbeitsplätzen zu tun, die wir als Industrieland erhalten wollen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass diese Leitmärkte, dass der Stahl als Treiber dieser Wasserstofftransformation gelingt. Denn an diesen Leitmärkten, davon hängt auch ab, ob auch Ökosysteme entstehen, ob auch der Rest der Industrie auf Wasserstoff umstellen kann, ob wir das, was wir in unserem Land forschen und entwickeln, auch in marktwirtschaftliche Konzepte übertragen können und ob wir das Wasserstoffland werden können, was wir uns wünschen. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Bundesregierung über den warmen Worten, die wir immer wieder hören, hinauskommt und tatsächlich dafür sorgt, dass wir, wie die Forschungsministerin gerade selbst gesagt hat, das Level of Ambition erhöhen. Und das ist eine Aufforderung, liebe Frau Ministerin, die Sie und Ihre Bundesregierung für sich insgesamt mitnehmen müssen. Es geht darum, dass Sie Klarheit schaffen über die Förderung. Wir warten seit Monaten darauf, dass die IPCEI-Projekte von der Europäischen Union genehmigt werden. Und der Minister hat heute Morgen noch mal gesagt, ThyssenKrupp ist genehmigt, aber Arcelor, Saarstahl, die warten noch auf die Genehmigung. Und davon hängt alles andere ab. Und so lange ist da Stillstand. Und deshalb, lieber Herr Minister, sollten Sie sich auch auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass die Genehmigungen schneller gehen. Und damit ist auch eine ganz grundsätzliche Frage verbunden. Denn während wir große, komplexe Genehmigungsverfahren machen mit großen Antragstellungen, machen die USA ganz schlanke Verfahren im Namen des Inflation Reduction Act. Und da sieht man die eklatanten Unterschiede zwischen den USA und zwischen Europa. Und um hier nicht ins Hintertreffen zu geraten, müssen wir, wenn wir es schon kompliziert machen, es dann wenigstens schnell abwickeln, damit wir nicht den Anschluss verlieren an die Entwicklungen in der Welt. Wir müssen den Netzausbau vorantreiben und hier muss auch eben so ein Land wie das Saarland angeschlossen werden ans Kernnetz und vor allem muss die Importstrategie funktionieren. Wir können nicht alles im eigenen Land produzieren. Auch hier ruhen Sie sich noch zu sehr auf dem aus, was die Vorgängerregierung auf den Weg gebracht hat. Auch hier müssen Sie das Ambitionslevel erhöhen. Ein schneller Netzausbau, Verlässlichkeit für Investitionen und auch eine Importstrategie, die tatsächlich erfolgreich ist. Und ja,
weg von der engen Farbenlehre. Wir brauchen die komplette Bandbreite. Hier haben Sie noch einiges zu tun. Setzen Sie Ihre Wasserstoffstrategie um mit konkreten Initiativen. Nadine Schön aus der Unionsfraktion, wo sie stellvertretende Vorsitzende ist. Und die nächste Rednerin wird sein Nina Scheer, Sprecherin für Klimaschutz und Energie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist immer wieder erstaunlich, welche Forderungen aus genau den Reihen kommen, die es in den letzten Jahren eben nicht geschafft haben, genau diese Maßnahmen an die erste Stelle zu stellen, dieser Fragestellungen, die wir uns heute vornehmen. Und damit möchte ich auch ganz konkret mal ansprechen, wenn Sie davon sprechen, es muss alles schneller gehen, Herr Jung, es ginge alles zu langsam, und dann aber im nächsten Halbsatz schon sagen, wir sollen doch dann lieber erstmal das europäisch aufbauen, dann müssen Sie doch eigentlich merken, dass das ein Widerspruch in sich ist. Ja? Sie können doch nicht einerseits konkretes, jetzt sofortiges Handeln hier fordern und andererseits einen europäischen Willensbildungs- und Meinungsbildungsprozess in Gang setzen wollen, bevor etwas getan wird, weil das sagen Sie aber ja mit dieser Forderung, wenn Sie das beides gleichzeitig wollen. Also das ist widersprüchlich, und damit verstecken Sie sich ja auch genau hinter diesen Herausforderungen, die wir hier angehen mit der nationalen Wasserstoffstrategie. Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass die zuvor gültige 2020 unter Schwarz-Rot in Gang gesetzte, unter Herrn Altmaier in Gang gesetzte nationale Wasserstoffstrategie, dass die gerade mal 13% erneuerbare Energien Anteil am Wasserstoffbedarf und Nutzung für 2030 vorgesehen hätte. 13%. Das ist im Grunde genommen, eigentlich war es eine kleine Mogelpackung, ja? Weil man braucht Wasserstoff ja als Ersatz für das Fossile. Sonst macht Wasserstoffanwendung keinen Sinn. Wir brauchen es als Ersatz, als Speicher, als Ersatz für Gas und als Speichermedium, weil wir ja alle wissen, dass beim Hochlauf der erneuerbaren Energien wir unbedingt neben gesundem Netzmanagement und einem guten Ausgleich im Mix der Erneuerbaren ja unbedingt auch Speicher gebraucht werden. Und als Ersatz natürlich für die fossilen Gase und alles, was man an Derivaten da noch mit reinnimmt und natürlich auch Wasserstoff. Diese Vielschichtigkeit der alternativen Gase zu den fossilen, die gilt es anzustoßen. Und das wird natürlich nicht angestoßen, wenn man genau das, wo man hin will, nämlich die Basis Erneuerbarer, wenn man die dabei untergräbt. Und insofern steht hier in Rede, dass wir mit der neuen Wasserstoffstrategie, die von der Bundesregierung im Sommer auf den Weg gebracht wurde, beschlossen wurde, dass wir da uns sowohl um die Verfügbarkeit kümmern, das ist eben bisher nicht der Fall gewesen, das wurde nicht abgedeckt durch die Wasserstoffstrategie, dass wir auch die Mengen, die wir an Wasserstoff brauchen, sektorübergreifend brauchen werden, dass wir die deutlich nach oben setzen, mein Kollege Andreas Rimkus hat es schon genannt, von 5 auf 10 Gigawatt, und dass wir die Anwendung natürlich etablieren, weil was bringen die Mengen, wenn wir sie nicht in die Anwendung bringen, und dass wir natürlich auch die geeigneten Rahmenbedingungen brauchen. Wenn Sie dann sagen, wir würden uns nicht um europäische Anliegen dabei kümmern, ist das auch falsch. Dann haben Sie die neue nationale Wasserstoffstrategie nicht gelesen, denn es ist auch darin enthalten, dass neben dem Kernnetz von 1.800 Kilometer auch 4.500 Kilometer europäisches Netz angelegt sind, was es auch natürlich mit zu etablieren gilt, weil wir ja wissen, dass wir im Energiemarkt nicht in einer Insel leben, sondern einen europäischen Verbund haben, selbst wenn es natürlich gilt. Das hat auch schon die Nobelpreisträgerin Eleanor Ostrom gesagt und dafür den Nobelpreis bekommen als Ökonomin, dass die Dezentralität überlegen ist. Deswegen setzen wir zuerst mit Reallaboren, mit den Rahmenbedingungen, mit dem Vorrang der Erneuerbaren, mit einem Konglomerat an vielen Anreizen, natürlich die Anreize, dezentral Erneuerbare zu gewinnen und in Elektrolyseure zu bringen, auch etwa mit dem Instrument Nutzen statt Abregeln, was wir gerade als Koalition auf den Weg bringen. Aber wir wissen auch, dass wir zugleich als klassisches, auch Importland, nicht nur Exportland, auch Importland, was Energie angeht, nicht sofort komplett auf Importe verzichten können und gerade im Wasserstoffbereich auch auf Partner angewiesen sein werden. Aber diversifiziert. Wir machen nicht die Fehler der Vergangenheit.
Und genau deswegen ist beides abgebildet. Es ist sowohl der heimische Markt, die Dezentralität, die Anreizwirkung abgebildet. Und die gilt es in vielen Rahmenbedingungen auch zur Etablierung der erneuerbaren Energien anzuregen, dass diese entstehen, als auch diese weitergehenden handelsbezogenen Mengen, die wir dann durch Importe ins Land bringen. Das ist beides abgebildet. Insofern ist es eine Nebelkerze, wenn hier von Seiten der Union das Gegenteil unterstellt wird. In diesem Sinne, ich bin überzeugt, dass wir hier einen wichtigen Baustein leisten und möchte noch mal abwehren, dass hier nicht gehandelt würde. Das Gegenteil ist der Fall. Die Zukunft haben wir mit der nationalen Wasserstoffstrategie skizziert. Vielen Dank. Nina Scheer aus der SPD-Fraktion, Klimaschutz- und energiepolitische Sprecherin und tief im Thema drin. Nächster Redner Marc Bernhard, AfD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit Ihrer nationalen Wasserstoffstrategie wollen Sie die viertgrößte Industrienation der Welt in Zukunft ausschließlich mit Wind, Sonne und Wasserstoff betreiben. Das ist mal wieder so innovativ, dass es außer dieser Ampelregierung kein anderes Land auf der Welt so macht. Sie wollen bis 2030 10 Gigawatt Wasserstoffkapazität in Deutschland erreichen. Die größte Wasserstofffabrik in Deutschland hat eine Kapazität von unter 10 Megawatt. Das heißt, Sie müssten in den nächsten 6 Jahren mindestens 1.000 neue Wasserstofffabriken bauen. Also ab heute alle 2 Tage ein Werk. Das ist nicht innovativ, sondern ein völlig absurdes grünes Hirngespinst. Laut Ihrer Strategie sollen aber in Deutschland nur 30% der erforderlichen Wasserstoffmenge erzeugt werden. Und wo sollen die restlichen 70% herkommen? Aus Ländern wie Namibia. Was Sie hier vorschlagen, heißt, mit Strom Wasserstoff herstellen, diesen auf minus 252 Grad herunterkühlen, in Ammoniak umwandeln, mit Schweröltankern über 12.000 Kilometer nach Deutschland transportieren und dann in ein nicht existierendes Wasserstoffnetz einspeisen. Dabei gehen bis zu 75% der Energie verloren, die wir aber trotzdem bezahlen müssen. Und damit der Wasserstoff überhaupt dort ankommen kann, wo er hin soll, geht Ihre Strategie davon aus, dass es bis 2028, also in gerade mal 4 Jahren, 1.800 Kilometer Wasserstoffnetz allein in Deutschland geben soll und weitere 4.500 Kilometer in Europa. Ich frage Sie, wie viele Verträge haben Sie denn schon mit den Nachbarländern abgeschlossen? Die müssten doch heute schon vorliegen, wenn das überhaupt irgendwie funktionieren soll. Und jetzt wird ja auch klar, warum dieses Papier nationale Wasserstoffstrategie heißt, weil es ein nationaler Alleingang ist. Der Rest der Welt braucht nämlich gar keine Wasserstoffstrategie, weil es sichere, immer verfügbare und bezahlbare Kernenergie nutzt. Und nicht so wahnsinnig ist, ein Industrieland allein von Wind und Sonne abhängig zu machen, was ja der einzige Grund für dieses völlig irrsinnige Vorhaben ist. Kehren Sie zurück zur Kernenergie, dann können Sie sich nämlich Ihre ganze Wasserstoffstrategie sparen. Denn sie ist nichts anderes als eine Strategie, die Wohlstand und Arbeitsplätze vernichtet. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Till Mansmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ohne Wasserstoff wird die deutsche Energiewende nicht gelingen. Und ohne Wasserstoff wird auch die globale Transformation der Wirtschaft nicht gelingen. Wir brauchen in unseren Energiesystemen diese chemische Komponente, um erneuerbare Energien transportierbar und speicherbar zu machen. In diesem Punkt haben wir uns in den letzten Jahren
nicht ganz ehrlich gemacht. Und das ist jetzt anders. Mit der nationalen Wasserstoffstrategie sind wir auf das vorbereitet, was wir bis 2045 schaffen müssen. Und wir haben uns auch in einem anderen Punkt jetzt ehrlich gemacht. Deutschland wird Importland für Energien für sehr lange Zeit bleiben. Wir müssen also auch global agieren. Wir müssen Energiepartnerschaften mit vielen Ländern aufbauen, auch im globalen Süden. Und was wir für all das brauchen, ist eine Aufbruchsstimmung. Diese Woche war Berlin wieder blockiert und ich habe kein Verständnis für Straftaten und auch kein Verständnis für Menschen, die in destruktiver Weise nur Sorgen, aber keine Lösungen in die Gesellschaft tragen. Aber ich habe viel Verständnis für die jungen Menschen, die uns fragen, wie macht ihr das mit der Klimaneutralität 2045? Wie soll das wirklich funktionieren? Wir brauchen keine Hände auf den Straßen. Wir brauchen die Köpfe in den Hörsälen und die Hände an der Technik. Und das brauchen wir auf der ganzen Welt. Daher hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung zum Beispiel auch 90 jungen Menschen aus Namibia es ermöglicht, im Programm Youth for Green Hydrogen auch einen Teil ihres Studiums in Deutschland zu absolvieren. Und eine zweite Welle dieser Ausschreibung für dieses Stipendium läuft gerade. Als Innovationsbeauftragter für grünen Wasserstoff im BMBF habe ich in den letzten Monaten viel tolle Technik gesehen. Ich bin auf einem Wasserstofffahrrad gesessen, in Wasserstoffautos und am tollsten bei unserer Truppe auf einem Wasserstoff-U-Boot zusammen mit dem Kollegen Oliver Grundmann von der Union. Und überall habe ich diese Begeisterung gespürt, die wir jetzt brauchen, denn ohne Wasserstoff wird es nicht funktionieren. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, habe ich eine kurze Mitteilung. Der Abgeordnete Helge Lind hat fristgerecht Einspruch gegen den in der letzten Sitzung erteilten Ordnungsruf eingelegt. Er zieht zurück, höre ich gerade, dann hat sich das erledigt. Dann können wir jetzt weitermachen. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion ist Marc Helfrich. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bereits 2020 hat die unionsgeführte Bundesregierung die Notwendigkeit für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft erkannt und eine nationale Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht. Jetzt, 3 Jahre später, gibt es endlich von der Ampel eine Aktualisierung dieser Strategie. 3 Jahre sind für eine hochdynamische Zukunftstechnologie eine halbe Ewigkeit, und die Karten werden längst verteilt. Wir hatten mit der ersten Strategie die Vision, erstens grünen Wasserstoff einzusetzen, wo eine Elektrifizierung technisch nicht machbar ist, zweitens die Produktion von grünem Wasserstoff auf Industriemaßstab auszuweiten und drittens grünen Wasserstoff als weltweit gehandelten Energieträger zu etablieren und uns große Importmengen zu sichern. Von diesem Geist ist in Ihrer Wasserstoffstrategie nicht mehr viel zu finden. Er ist wohl durch den Schornstein der reaktivierten Kohlemeiler gejagt worden. Mit Ihrer Strategie gehen Sie von einem Bedarf an Wasserstoff von bis zu 130 Terawattstunden in 2030 aus. Ist dieser Bedarf realistisch? Das bezweifle ich stark. Warum? Die ersten Planungen der Bundesnetzagentur zum Wasserstoffkernnetz sind in wenigen Wochen von 1.800 Kilometer auf 11.000 Kilometer angewachsen. Das zeigt, wie schnell sich die Dimensionen beim Wasserstoff verändern können. Doch schauen wir zuerst auf die Produktionskapazitäten von Wasserstoff. Hier wartet die Republik sehnsüchtig darauf, dass Robert Habeck endlich die ersten 5 Gigawatt inländische Wasserstoffproduktion auf den Weg bringt. Nun soll die geplante Kapazität immerhin verdoppelt werden. Doch auch das reicht bei guter Auslastung nicht einmal für 50% des Bedarfs in Deutschland. Der Minister selbst redet sogar nur von einem Drittel in Deutschland hergestelltem Wasserstoff. Und deshalb ist es mir völlig unverständlich, warum die Ampel eine separate Importstrategie auf die lange Bank schiebt.
Betrachten wir nun die andere Seite der Medaille. Wofür soll Wasserstoff überhaupt eingesetzt werden? Dass die Industrie ihn braucht für emissionsarme Produktionsprozesse, ist klar. Dass die Logistikbranche ihn braucht für schwere Nutzfahrzeuge und Schiffe, ist ebenso lange bekannt. Aber wissen Sie, was der Öffentlichkeit nicht bekannt ist? In der letzten Sitzungswoche hat diese Ampel bei der Verabschiedung des Heizungsgesetzes gegenseitig sich auf die Schultern geklopft. Angeblich soll technologieoffenes Heizen auch mit Wasserstoff möglich sein. Und mit dieser Strategie, die Sie hier heute vorlegen, brechen Sie Ihr Versprechen, in dem der Einsatz von Wasserstoff fürs Heizen erst ab 2030 vorgesehen wird. Damit kommt der Heizungshammer nun doch durch die Hintertür. Sehr geehrter Herr Minister, drei Punkte möchte ich Ihnen abschließend mitgeben. Erstens, singen Sie nicht täglich das hohe Lied der Knappheit, sondern sorgen Sie für einen funktionierenden Markt, der das Angebot schnell ausweiten kann. Zweitens, nutzen Sie beim Wasserstoff nicht nur Ihre grüne Parteifarbe, sondern mehr Farben aus dem bunten Regenbogen. Drittens, hören Sie auf, den Mangel an Wasserstoff staatlich zu planen und legen Sie endlich eine ambitionierte Importstrategie vor. Nur so haben wir bis 2030 genügend Wasserstoff für unsere Bürger und unsere Unternehmen. Sagt Marc Helfrich aus der Unionsfraktion. Und dieser Wasserstoff, der hier das Thema ist, soll ja vor allem eingesetzt werden in der Stahl- und Chemieindustrie, bei besonders schweren Nutzfahrzeugen, Schiffsverkehr beispielsweise, sowie Kurz- und Mittelstreckenflügen. Aber davon sind wir noch ein wenig entfernt. Jiwan Ri für die SPD-Fraktion. Deutschland hat immer wieder an der Spitze technologischer Revolutionen gestanden. Ob mit Autos, im Maschinenbau oder wie in den letzten Jahren mit Impfstoffen. Heute stehen wir vor der nächsten Revolution. Wasserstoff, vor allem grüner Wasserstoff. Auch hier haben wir wieder die Chance, Vorreiter zu sein. Und das ist dringend nötig. Erst diesen Sommer haben wir mal wieder auf der ganzen Welt gesehen, welche drastischen Folgen unser enormer CO2-Verbrauch für das Klima und somit auch unmittelbar auf unser Leben hat. Wir müssen handeln, und zwar jetzt. Wir müssen die Energiewende schaffen. Dabei kann grüner Wasserstoff eine entscheidende Schlüsselrolle spielen. Er kann eine Lösung sein für viele energieintensive Sektoren, die von fossilen Brennstoffen abhängig sind, für die es bisher nicht ausreichend nachhaltige Alternativen gibt. Deshalb ist es gut und wichtig, dass die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ein Update bekommt. Dieses adressiert viele ganz grundlegende Fragen, die uns noch von einem wirklichen Durchbruch beim Wasserstoff trennen. Wie kann Wasserstoff sicher gelagert und transportiert werden? Ist unsere bisherige Infrastruktur auch für Wasserstoff nutzbar? Und wo und wie kann grüner Wasserstoff überhaupt in ausreichender Menge produziert werden? Fragen, die uns vor allem Wissenschaft und Forschung beantworten können. Die gute Nachricht ist, die Wasserstoffforschung hat in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht. Nordrhein-Westfalen übernimmt dabei eine wichtige Vorreiterrolle, die auch international angesehen ist. Das Forschungszentrum Jülich erforscht und entwickelt Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologien. Und in Herten, dem Wahlkreis meines Kollegen Brian Nichols, dem es sehr wichtig war, dass ich das heute in meiner Rede erwähne, steht das erste kommunale Wasserstoffkompetenzzentrum. Unsere ForscherInnen arbeiten nicht nur an Grundlagen, sie schaffen konkrete technologische Lösungen, sie optimieren existierende Technologien und passen sie für den Markt an. Und dass Sie völlig rückwärtsgewandt denken, haben Sie, glaube ich, in Ihren eigenen Wortbeiträgen gerade zu Genüge gezeigt. Besonders wichtig ist gerade das Engagement unserer ForscherInnen im Bereich der Energiematerialien. Und auch die Zusammenarbeit von Industrie und Forschung ist entscheidend, ob uns dieser technologische Durchbruch gelingt. Deshalb setzen wir uns ein für eine schnelle industrielle Umsetzung von Forschungsergebnissen, denn nur so schaffen es Innovationen aus den Laboren in die Realität und das so schnell wie möglich. Die Technologie- und Innovationsroadmap für Wasserstoff ist dabei eine wichtige Leitplanke. Vor der Herausforderung, möglichst schnell, möglichst viel, möglichst grünen Wasserstoff herzustellen, stehen wir nicht alleine. Ganz im Gegenteil. Umso wichtiger ist die Zusammenarbeit auch mit unseren internationalen PartnerInnen und das auf Augenhöhe und solidarisch. Gemeinsam mit ForscherInnen in Europa und darüber hinaus wollen wir Wissen teilen, Technologien entwickeln und Innovationen vorantreiben.
Letztes Jahr durfte ich mit einigen KollegInnen des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung nach Namibia reisen, einem der vielversprechendsten Länder für grünen Wasserstoff. Dort sind im Gegensatz zum regnerischeren Deutschland die Bedingungen ideal, um nachhaltig und mit komplett natürlichen Ressourcen genügend Energie für wirklich grünen Wasserstoff zu produzieren. Und schon jetzt arbeiten viele deutsche Unternehmen mit PartnerInnen vor Ort. Und auch Wirtschaftsminister Habeck war einige Monate nach uns da, um die Energiekooperation zwischen unseren Ländern weiter voranzutreiben. Liebe KollegInnen, all diese verschiedenen Maßnahmen greifen ineinander und ergeben so die umfassende und ambitionierte Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Mit ihr machen wir deutlich, dass das Siegel Made in Germany nicht nur für technologische Exzellenz in Forschung, Entwicklung und Transfer steht, sondern dass Deutschland auch nachhaltiger Innovationstreiber ist in einer Welt, die so dringend mehr nachhaltige Innovationen braucht. Und da ich noch 5 Sekunden habe, ich finde es immer sehr lustig, wenn von ganz rechts ständig von Kompetenz gesprochen wird und von dem Sie einfach überhaupt keine Ahnung haben. Dankeschön. Jewan Rie war das aus der SPD-Fraktion hier im Deutschen Bundestag. Es geht hier weiter um die nationale Wasserstoffstrategie. Und dazu jetzt Katrin Staffler aus der Unionsfraktion. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Minister Habeck hat in seiner Rede ausgeführt, dass mit der vorgelegten Strategie der Zug der Wasserstofftechnologie den Bahnhof verlassen hätte. Das mag sein. Da hat die Vorgängerregierung durchaus auch ganz gut einiges auf den Weg gemacht. Aber wir müssen jetzt schon noch aufpassen, dass sich der Zug auf dem Weg nicht verfährt. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass der Wasserstoff für viele Bereiche die Zukunft ist. Wasserstoff soll Deutschland klimafreundlicher und unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen. Aber das geht halt eben nicht ohne gemeinsame Anstrengungen. Da ist natürlich die Wirtschaft gefragt, die Verbraucher genauso wie Forschung und Entwicklung. Aber die Weichen für den Zug, die müssen wir als politisch Verantwortliche schon noch selber stellen. Und als Union sehen wir da ganz klare Prioritäten. Wir wollen, dass der Wasserstoffhochlauf pragmatisch, schnell, technologieoffen und für den Anfang auch bunt sein soll. Wir müssen die Transportnetze und den Import ausbauen und das möchte ich an der Stelle auch noch mal deutlich hervorheben, weil ich finde, dass das in der Debatte nicht den entsprechenden Schwerpunkt hatte. Wir brauchen eine deutliche Stärkung des gesamten Bereichs der Forschung und Entwicklung. So, und jetzt hat die Bundesregierung die Fortschreibung der Wasserstoffstrategie vorgelegt. Ich muss sagen, meines Erachtens deutlich spät, aber besser spät als nie. Das scheint ja so zum generellen Motto der Regierung zu werden. Insofern ist die Fortschreibung ein Schritt in die richtige Richtung. Und in der Tat sind in der Strategie auch der ein oder andere konkrete Ansatzpunkt enthalten, dem man vielleicht auch zustimmen könnte. Aber gerade im Forschungsbereich, also da, wo die Technologien der Zukunft entstehen können, drohen unsere mit vielen Forschungsgeldern aufgebauten Leitprojekte. Sie sind schon genannt, H2 Giga, H2 Mare, jetzt den Haushaltskürzungen zum Opfer zu fallen, nachdem wir über Jahre hinweg einen Mittelaufwuchs hier in dem Bereich generiert haben, sind jetzt vom BMBF für 2024 erstmals deutlich weniger Mittel für die Wasserstoffforschung eingeplant. Und wenn Sie an der Stelle jetzt nicht auf uns hören wollen, gut, aber dann hören Sie bitte schön auf die führenden Forscher auf dem Feld, beispielsweise Professor Schlögl, der sagt in einem Interview dazu, die Wissenschaft kommt zu schlecht weg. Und ich kann Ihnen sagen, er hat eine Forderung aufgestellt nach einer Wasserstoffoffensive im Energieforschungsprogramm. Das teile ich ausdrücklich. Ja, der Zug hat den Bahnhof verlassen, aber damit er auch ankommt, brauchen wir eine kluge Politik, die die Zukunft im Blick hat und die die Wissenschaft nicht vernachlässigt, sondern Innovationen und Entwicklung in den Mittelpunkt rückt. Daher der dringende Appell an Sie, vergessen Sie bitte bei all diesen Diskussionen um die angespannte Haushaltslage die Forschung nicht, weil man nur so in Sachen Wasserstoff der Leitanbieter international für Innovationen werden können. Dankeschön. Katrin Staffler war das aus der Unionsfraktion, Mitglied der CSU-Landesgruppe. Es geht noch 3 Redner lang um die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie. Da hat sich die Bundesregierung einiges vorgenommen für die nächsten Jahre und da wird auch noch einiges zu erarbeiten sein. Bernd Westphal ist der nächste Redner, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Das Thema Wasserstoff ist entscheidend für das Gelingen der Energiewende und für eine Transformation unserer Wirtschaft in diesem Land. Und deshalb ist es nicht nur an erster Stelle im Periodensystem der Elemente Wasserstoff, sondern heute auch prominent als erster Tagesordnungspunkt dieser Debatte. Und das gibt dem Thema auch die richtige Priorität. Das hat ja immer auch mit Personen zu tun. Ich will das mal für meine Fraktion sagen. Wir haben mit Andreas Rimkus unseren Wasserstoffbeauftragten. Und er als Elektromeister hat dafür gesorgt, dass wir dieses Thema nicht nur prominent in der politischen Debatte haben, sondern hat auch erkannt, dass wir nicht nur Elektronen brauchen zukünftig, sondern auch in einem System der erneuerbaren Energien Speicher. Und das in Form von Molekülen. Deshalb, Andreas, herzlichen Dank für dein Engagement. Wir sind seit 10 Jahren zusammen im Bundestag und haben diese Innovation nach vorne gebracht. Wenn man sich das mal anguckt, in der Strategie geht es ja zuerst mal darum, wie erzeugen wir Wasserstoff. Und da spielt der Ausbau der erneuerbaren Energien eine erhebliche Rolle. Bis 2030 werden wir über 200 Gigawatt installierte Leistung bei Photovoltaik haben, über 100 Gigawatt bei Wind an Land und über 30 Gigawatt Wind auf See. Und das zu verbinden mit Speichern, mit Transport, sieht man schon, dass Wasserstoff eine zentrale Rolle einnehmen wird. Weil durch meinen Wahlkreis geht zum Beispiel die Infrastruktur des Stromkabels Südlink, die Gleichstromleitung. Die hat eine Kapazität von rund 4 Gigawatt. Gas haben wir mit Pipeline eine Möglichkeit, 20 Gigawatt zu transportieren. Und deshalb sieht es schon die Relevanz allein in den Transport. Und das widerspricht sich zu dem Redner der AfD. Er hat gesagt, es ist ja eine nationale Wasserstoffstrategie und keiner macht es weiter. In seiner gleichen Rede hat er gesagt, dass 4000 Kilometer Wasserstoffpipeline in Europa gebaut haben. Was für ein Unsinn! Das, was wir machen, ist ganz klar eine Modernisierung unserer Infrastruktur, eine Modernisierung unseres Landes in der Wirtschaft. Und deshalb wird das eine hohe Relevanz haben. Mit der Verfügbarkeit und Infrastruktur gehört aber auch dazu, dass wir mit dieser Technologie eine Chance haben. Den Nord-Süd-Dialog, den damals Willy Brandt und Olaf Palme mit den reichen Industrieländern des Nordens der Halbkugel in der Verantwortung, den südlichen Ländern in der Halbkugel zu helfen. Und diese Wasserstofftechnologie hat die große Chance, diesen Ländern eine Perspektive auf Wertschöpfung, auf wirtschaftliche Entwicklung, auf Wohlstand zu bringen. Wir werden diesen Ländern auch helfen, mit der Technologie eine Option für die Weiterentwicklung zu bekommen. Das globale Potenzial ist enorm. Technologie, Arbeitsplätze, Modernisierung, klimaneutrale Produktion für Deutschland. Das ist etwas, wo sich Industrien schon auf den Weg gemacht haben, nicht nur die Stahlindustrie. Wir benutzen ja heute schon Wasserstoff in der Industrie. Der hat nur eine Marke, er ist fossil hergestellt. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, auch diese Branchen in der Anwendung dementsprechend Perspektiven und Erfüllungsoptionen zu ermöglichen, dass sie das klimaneutral gestalten. Als letztes in der Wasserstoffstrategie als Punkt ist aufgeführt, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Ja, wir lernen dazu, auch was Genehmigungen, was Schnelligkeit angeht, nicht in der Prüftiefe, aber in der Effizienz der Prüfung müssen wir besser werden, zeitlich wesentlich effizienter. Und deshalb gehört das auch dazu, dass der Wasserstoffhochlauf dementsprechend flankiert wird mit guten Rahmenbedingungen. Und ich will auch sagen, für die Perspektive der Beschäftigten. Es ist nicht nur eine Ausbildung, sondern auch eine Weiterbildung möglich. Heute sind in technischen Berufen Handwerkerinnen und Handwerker, die zum Beispiel Schweißerkurse machen und sich weiterbilden. Das muss auch bei Wasserstoff passieren. Wir brauchen einen Wasserstoffmechatroniker, ein Ausbildungsbild, was genau angepasst auch in den zukünftigen Anforderungen das abbildet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in der letzten Legislaturperiode so Durchhalteparolen, vor allen Dingen von Frau Merkel, gehört mit »Wir schaffen das«. Für mich als Sozialdemokrat kann ich sagen, wir machen das, wir modernisieren unser Land, wir bringen es nach vorne mit einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Bernd Westphal, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Ihm wird jetzt folgen Michael Kruse aus der FDP-Fraktion, wo er energiepolitischer Sprecher ist. Und da könnte unter anderem zum Thema werden der blaue Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus Erdgas oder mit Hilfe von Erdgas gewonnen wird. Ein Punkt, der der FDP bei diesen Gesprächen immer wichtig war. Als ich heute Morgen mit dem Fahrrad an der Spree entlang gefahren bin, um hierher zu kommen, habe ich eine Einsatzbereitschaft der Polizei getroffen, die gerade ein paar Personen von Greenpeace aus der Spree geholt hat. Und ich habe mir so gedacht, vielen Dank an die Polizistinnen und Polizisten, dass wir hier so ungestört unseren Job machen können. Und dann habe ich mir gedacht, nee, wartet mal, vielleicht sind die heute da, um das erste Mal für etwas zu demonstrieren. Vielleicht sind die heute da, um dafür zu demonstrieren, dass wir den Wasserstoffhochlauf, den wir hier heute diskutieren, endlich auch durchziehen. Vielleicht sind die dafür da, dass wir Planungsbeschleunigung, Genehmigungsbeschleunigung, Entbürokratisierung, strukturierte, schnelle Beteiligungsverfahren wie im LNG-Bereich jetzt auch im Wasserstoffbereich machen. Dafür hätte es sich jedenfalls gelohnt, zu demonstrieren am heutigen Tage. Denn wir bringen den Wasserstoffhochlauf hier nicht nur mit einer Strategie voran, sondern parallel bringen wir ja auch eine ganze Menge Gesetze ein. Die Änderungen des ENWG sind ja schon in der Mache. Sie werden hier im Hause schon verhandelt. Die nächsten Schritte stehen an. Das heißt, wir sorgen jetzt konkret dafür, dass die Politik nicht wie in den letzten Jahren für immer nur darüber redet, dass es ganz schön wäre, wenn in der Zukunft irgendwann mal ganz viel Wasserstoff da ist. Der Kollege Banaschak redet schon vom gelobten Land. Ich würde sagen, wir sorgen jetzt mal ganz konkret dafür, dass diesen Wasserstoff auch jemand nutzen kann. Das nützt unserer Wirtschaft, das nutzt den Verbrauchern, das nutzt dem Klima. Es lohnt sich für alle. Und Herr Kollege Jung, ich denke, wir nehmen Ihre Sorgen wie immer ernst. Aber ich kann Sie auch ein bisschen beruhigen. Im Koalitionsvertrag stehen alle Farben des Regenbogens für den Wasserstoff. Und ich muss ehrlich sagen, das größte Hindernis dafür, dass wir den Wasserstoffhochlauf dann auch schnell realisieren können, das ist im Moment eher in Europa zu finden. Gestern haben wir ja hier die EED diskutiert und wir haben am Ende das darauf basierende Gesetz beschlossen. In der EED ist geregelt, es kommt ja aus Europa von Ihrer Kommissionspräsidentin, geschätzten Parteikollegin Ursula von der Leyen, und die begrenzt für ganz Deutschland die Energiemengen, die wir verbrauchen. Und das ist völlig egal, ob das Kohle ist oder ob das wasserstoffbasiert ist in Zukunft. Wenn Sie mithelfen wollen als Union, den Wasserstoffhochlauf in diesem Land zu beschleunigen, rufen Sie Ihre Parteifreundin Ursula von der Leyen an, sprechen Sie mit ihr, dass sie uns solche Richtlinien nicht mehr vorgibt, denn das ist ein echtes Hemmnis für den Wasserstoffhochlauf in diesem Land. Wir machen jetzt Tempo mit großen Gesellschaften. Wir werden Sefe und Uniper in den Markt zurückführen. Sie gucken sich schon an, welche Rolle Sie im Wasserstoffhochlauf einnehmen können. Damit geben wir Tempo im Markt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das hier jetzt heute gemeinsam auf den Weg bringen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Michael Kruse nochmal zur Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie. Hier geht es ja nach dem nächsten Redner weiter mit dem Thema Migrationspolitik. Und Sie sehen, die Bundesinnenministerin ist da schon eingetrudelt und sitzt an ihrem Platz und wird auch in diese Debatte dann gleich mit eingreifen. Vorher nochmal Oliver Grundmann zum Wasserstoff und er kommt aus der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende einer solchen Debatte hat man ja die Möglichkeit, noch mal die Enden zusammenzuführen und auch ein Stück weit auf die einzelnen aufgeworfenen Argumente einzugehen. Und was mich am meisten verwundert, ist diese unglaubliche Geschlossenheit, mit der sich die Ampelparteien heute hinter dieser längst überfälligen Fortschreibung der Wasserstoffstrategie versammelt haben. Obwohl es doch hier im Parlament auch neben uns bei Ihnen, bei der SPD und bei den Liberalen durchaus sehr kluge Köpfe gibt im Bereich des Wasserstoffs, wo mit echter Substanz, mit ja auch Technologieoffenheit für den Hochlauf gearbeitet und gekämpft wird und die auch für Pragmatismus stehen. Und vieles wurde ja hier schon in den Diskussionen dargestellt. Wir sehen keine Verzahnung mit der Carbon Management Strategie. Wir sehen keine substanzielle Erweiterung der Farbenlehre. Blau wird mal genannt,
Türkis genau ein einziges Mal in der Wasserstoffstrategie. Dabei ist uns doch allen klar, dass wir immense Mengen von Wasserstoff brauchen und eine Einladung an die Welt aussprechen müssen, dass die auch wissen, dass wir diesen Bedarf haben, eben auch außerhalb des reinen grünen Wasserstoffs große Mengen in den nächsten Jahren hier nach Deutschland zu importieren. Und wo bleibt die Synchronisierung mit der Importstrategie? Das ist doch auch ein ganz, ganz großes, zentrales Thema. Wir haben kein einziges Terminal in Deutschland, das Wasserstoffderivate anlanden kann. Und auf der Nationalen Maritimen Konferenz, gerade in der letzten Woche, wurde über das Thema Energiehäfen der Zukunft geredet. Das war eine ganz große Enttäuschung für die Branche. Da hatten wir uns, hat sich die Branche viel mehr erwartet, Herr Minister Habeck. Und ein anderes Thema, nationale Pipelines. Im letzten Jahr wollte Herr Greichen noch die Gasinfrastruktur herausreißen aus dem Boden. Das ist doch die Wahrheit. Und bei den transnationalen Pipelines, die wir dringend brauchen, da regiert das Prinzip Hoffnung. Auch da müssen wir klare Signale an unsere Teilnehmer in Europa aussprechen. Aber auch noch ein paar versöhnliche Worte. Ein Lob an die Forschungsministerin möchte ich hier aussprechen. Mit meinem U-Boot-Kameraden bin ich unterwegs gewesen. Im größten Brennstoffzellen-angetriebenen Fahrzeug waren wir unterwegs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass Sie einen Naturwissenschaftler, einen Physiker mit dieser Aufgabe betraut haben. Das war eine kluge Sache. Und ich will hier auch ein Lob aussprechen an Herrn Rimkus, Andreas Rimkus und Bengt Berg, dass ihr sagt, wir müssen auch die nationalen Netze dafür nutzen, dass wir klimaneutrale Gase dort noch zusätzlich mit reinnehmen. Ist genau richtig. Aber auf dem letzten G20-Gipfel vor einer Woche wurde die globale Biofuel Alliance ausgerufen. Und wissen Sie, wer nicht dabei war? Deutschland war nicht dabei, stand wieder am Rande und war dagegen, wieder ausgestiegen. Und das sind diese Dinge, da müssen wir im Grunde ideologiefreier sein, denn die Ideologie ist der natürliche Feind des Verstandes. Und vor dem Hintergrund kann ich Sie alle nur auffordern und bitten, dass wir hier in diese Richtung Politik machen, unser Land voranzubringen und die Ideologen beiseite zu schieben. Herzlichen Dank. Oliver Grundmann war der letzte Redner in der Debatte zur nationalen Wasserstoffstrategie. Das Ganze wird jetzt weiter beraten. Also der Bericht der Bundesregierung dazu wird jetzt weiter beraten, unter anderem im Ausschuss für Wirtschaft und Klimaschutz.